Was ist das? Ihr seid nicht mein idiotischer Nachkomme. Ihr seid nicht mal ein Mitglied meiner Familie. Ihr seid derjenige, der die heiligen Kerzen aufstellt und nicht mein wertloser Nachkomme? Hat er denn keinen Anstand? Das kann ich mir vorstellen. Also hat er Angst, sich seinen ehemaligen Kameraden zu stellen? Hm? Er sollte den Zorn der wütenden Toten mehr fürchten. Dennoch hat er sich um Buße bemüht. Gewissermaßen. Kehrt zu Harald zurück. Sagt ihm, dass er dem Kult abschwören und weiter Buße tun muss. Oder ihn wird die Rache der Toten ereilen. Nun geht, ich möchte wieder ruhen. Was hat mein Urgroßvater zu euch gesagt? Ist er mir jetzt wieder wohlgesonnen? Ich sage mich vom Kult los und verspreche, meine Vorfahren zu ehren. Aber aus einer sehr viel sichereren Entfernung. Ich werde von hier verschwinden. Vielleicht gehe ich nach Dolchsturz oder fange woanders ein neues Leben an. Keine Kulte mehr für mich. Nicht mal welche, die es gut meinen. Ich bereue den Tag, an dem ich mich jemals mit diesen Bastarden von Rotkain eingelassen habe. Bei den Acht. Damit ist jetzt Schluss. Wir könnten eure Hilfe gebrauchen. Diese verdammten Rotkain. Sie haben meine Stadt vernichtet und nun versuchen sie auch noch Kreuzgrad zu übernehmen. Ich habe einen Eid geleistet. Ich werde meine Rache bekommen. Ich werde die Leute von Kreuzgrad dazu bringen, sich ihre Stadt zurückzuerobern. Die Leute der Stadt haben Angst. Wenn sie aufbegehren, enden sie als Sklaven in der Mine. Oder es ergeht ihnen noch schlimmer. Wir brauchen die Unterstützung des Stadtrats. Die wenigen Ratsherren, die noch nicht in die Mine verschleppt wurden, müssen den Leuten zeigen, wie man sich diesen Hundesöhnen widersetzt. Wir brauchen die Unterstützung des Stadtrats. Ohne ihn werden sich die Stadtbewohner niemals trauen, zurückzuschlagen. Natürlich. Ich werde beantworten, was ich kann. Sternis Gelvis. Er ist die wahre Bedrohung. Ohne ihn sind die Rotkrähen nur ein loser Haufen von Beutelschneidern und Taschendieben. Es war seine Idee, Kreuzgrad zu übernehmen. Er baut sich hier ein richtiges Reich auf. Die bekanntesten der verbliebenen Ratsherren sind Virgile, Donella und Theodore. Sucht nach ihnen in der Stadt und überzeugt sie, dass sie uns helfen. Sonst sind wir erledigt, bevor wir überhaupt angefangen haben.
Habt ihr schon gehört, dass jemand den Wirtbaum von seiner Verderbnis geläutert hat? Wer seid ihr? Der nächste Rotkrähenköter, den seine Herren zum Bellen geschickt haben? Ich habe schlechte Neuigkeiten für euch, Hund. Mir reicht es. Egal, was ihr wollt. Meine Antwort lautet nein. Oh, nun, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Die Rotkrähen haben meine Mine übernommen. Sie zwingen die Minenarbeiter bis zum Umfallen zu schuften. Ihr möchtet die Rotkrähen aufhalten? Wie wäre es denn, sie mit einem Schwert zu durchbohren? Das wäre verdammt hilfreich. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich diesem jungen Kerl glaube. Aber es kommt mir auch nicht richtig vor, einfach nur herumzustehen und nichts zu tun. Im Kampf nütze ich nicht viel, aber ich kann die Kunde weitertragen. Wir werden eine Armee ausheben, um mit diesen Rotkrähen fertig zu werden. Lasst Zellan wissen, dass ich ihm beistehe. Wir werden diesem aufgeblasenen Sternis Gelvis und dem Rest seiner rindshirnigen Rotkrähen einen rotglühenden Schürhaken in den Hintern rammen. Jemand muss diesen Rotkrähen-Schurken... Habt ihr euch mit Tamien Zellan getroffen? Er hat die richtige Idee. Zeit diese Stadt zu... Die Vollstrecker der Rotkrähen haben uns bei jeder Gelegenheit bedroht, erpresst und geschlagen. Sie behaupten, das wäre zu unserem eigenen Schutz. Aber eigentlich wollen sie nur unser Gold. Nicht mal bei ihren Diebstählen sind sie ehrlich. Ich glaube, es ist Zeit, sich zu wehren. Genau das wollte ich hören. Wenn ihr euch diesen gierigen Bastarden entgegenstellt, wird das dem Rest der Stadt zeigen, dass wir uns Kreuzgrad zurückholen können. Wir haben Hesef getötet. Er hat Gelvis alles gegeben, was er verlangt hat, um die Stadtbewohner zu beschützen. Sogar sein eigenes Haus. Sie haben Hesef trotzdem getötet. Unseren geliebten Bürgermeister. Sie haben ihn kaltblütig ermordet. Habt ihr nicht zugehört? Sie haben ihn getötet. Erst haben sie die Wachen aus der Stadt vertrieben. Dann haben sie unsere Geschäfte übernommen. Und jetzt haben sie den Bürgermeister ermordet. Sie erpressen, bedrohen und ermorden jeden, wie es ihnen beliebt. Und keiner kann sie aufhalten. Seid ihr verrückt geworden? Jeder, der so etwas versucht hat, verlor sein Leben. Oder schuftet jetzt als Sklave in der Mine. Wir können nicht gewinnen. Die Rotkrähen sind zu mächtig. Ich habe gerade erst meinen besten Freund verloren. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Ihr kanntet ihn nicht einmal, ihr
Nein. Ihr habt recht. Hesef war kein Soldat, aber er war ein Stratege. Er hat versucht, diese Bastarde zu überlisten. Das Mindeste, was wir tun können, ist das fortzusetzen, was er begonnen hat. Ich werde alles tun, worum Zellan bittet. Eure Einmischung in Rotkrähen-Angelegenheiten kostet euch euer Leben! Gesegnete Mara, warum geschieht das? Was haben wir getan, dass wir all das verdienen? Ihr solltet besser gehen. Die kommen sicher jeden Augenblick zurück, um noch mehr Geld von mir zu verlangen. Seid ihr verrückt? Zellan möchte, dass die Leute aufstehen und kämpfen. Das wäre Selbstmord. Und doch drangsalieren die Rotkrähen mich jeden Tag und verlangen immer mehr Gold. Oh nein. Ich glaube, jetzt höre ich sie. Ihr denkt wahrscheinlich, dass ich nur eine Närrin bin, die hinter jeder Ecke Rotkrähen vermutet. Aber diese fiesen Banditen sind grob, gierig und gefährlich. Ich will nicht verarmt und mittellos enden. Eure Hilfsbereitschaft beschämt mich. Ihr habt recht. Ich muss stark sein, wenn wir uns jemals wieder sicher fühlen wollen. Ich werde einen Weg finden, euch und Zellan zu helfen. Ich kann die Kunde weitertragen, dass wir uns wehren werden. Nicht einen Moment zu früh. Dieses Dorf gehört jetzt den Rotkrähen. Lackieren! Jetzt! Ich würde nie entkommen. Habt ihr diesen Rotkrähen eine Lektion erteilt? Ich weiß nicht, was mit uns los war. Wir sind Bergvolk und Minenarbeiter.
Wir sollten uns nicht so leicht einschüchtern lassen. Ihr habt uns unseren Mut zurückgegeben. Viel. Zeiten. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass die Leute den Gedanken akzeptiert haben, sich gegen die Rotkrähen zu wehren. Die schlechte Nachricht ist, dass die Rotkrähen es gemerkt haben. Genau das haben wir gebraucht, damit die Leute Mut fassen. Jetzt kann der Widerstand daran arbeiten, die Rotkrähen loszuwerden. Jeder, der sich Sternes Gaevis entgegenstellt, endet in den Minen von Kreuzgard. Dort unten schuftet er seine Gefangenen zu Tode. Wir müssen die Minen schließen und den Rotkrähen diese Ressourcen nehmen. Die Rotkrähen haben die Kontrolle über die Mine übernommen, als sie hier ankamen. Sie lassen die Minenarbeiter Tag und Nacht schuften. Und sie benutzen die Mine auch als Gefängnis für jeden, der Ärger macht. Ratsherrin Lia, Suriel der Schmied und Len der Wirt wurden alle in die Mine geschickt. Das wäre hervorragend. Wenn ihr Len, Suriel und Ratsherrin Lia befreien könntet, würde die ganze Stadt neuen Mut schöpfen. Lasst die Leute wissen, dass wir Widerstand leisten. Helft vielleicht auch einigen der Minenarbeiter. Dann trefft mich hinter dem Gasthaus, sobald ihr fertig seid. Sprecht mit allen Minenarbeitern, an die ihr nahe genug herankommen könnt, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Lasst die Leute wissen, dass wir Widerstand leisten. Oder tötet einfach die Rotkrähen in der Mine. Die Minenarbeiter werden zu entkommen versuchen, wenn ihr den Weg für sie freimacht. Eure Taten werden die Stadt neuen Mut fassen lassen, dessen bin ich sicher. Ich habe gehört, dass ihr mit Marend Ergent gesprochen habt. Das heißt, dass wir bald noch mehr starke Hände haben werden, die uns beim Vertreiben dieser boshaften Schurken helfen.
Wir haben etwas Wichtiges zu besprechen, aber nicht hier. Zu unsicher. Trefft mich am Wegschrein beim Feldlager der Löwengarde. Dort ist es sicherer. Verschwinde von hier. Die Rotkrähen werden für das bezahlen, was sie hier angerichtet haben. Verschwinde von hier. Verschwinde von hier. Zellan hat einen guten Plan. Ich gehe und helfe ihm.
Ich verschwinde von hier. Verschwinde von hier. Ich bin auf dem Weg zu Zellan, um ihm zu sagen, dass ich mich ihm anschließe, als die Rotkrähen mich gefangen nahmen. Es wird Zeit, zu Ende zu bringen, was ich angefangen habe. Wir haben etwas Wichtiges zu besprechen, aber nicht hier. Zu unsicher. Trefft mich am Wegschrein beim Feldlager der Löwengarde. Dort ist es sicherer.